dass man sich auch nicht umdreht. Der Korrespondent bitte auch hier rüber. Hören Sie? Sie möchten bitte. So, gehen Sie bitte zurück. Gehen Sie zurück. Jetzt habe ich eine Bitte. Wir möchten bitten darum, dass Sie den vorderen Teil des Brandenburger Tors verlassen. Ja.
Wir kommen von der Mauer! Seid ihr Rührer, oder? Dein Ding. Wir würden wissen, ob der jetzt rausgeht, auch vorher drin war. Thank you.
Started over there? No, I mean three nights ago we were. Tatsächlich ist es so, dass man
Schön hochhalten. Davon! Ja, gut. Schön so weiter. Immer schön hochhalten. Schön raussuchen und hochheben. Jawohl. Danke. Wunderbar. Danke. Ja, die Daumen hoch. Danke. Danke. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Schön hoch, bitte. Schön hoch. Und nicht wegfahren. Benötigen Sie nochmal. Dankeschön. Wunderbar so. Und immer zügig durchlaufen. Bis zum nächsten Mal. Thank you.
zwei schlecht, ja, aber gehen wir da über noch mal. Ja, da muss man ja auch mal sagen. Geht für sie genauso. Ja,
Is this disgraceful? I don't understand it. The people on the west side will continue their war. And the water we are, I don't know if you are. So this is but I don't know. I don't know why they then. Okay, great. Thanks. Thank you.
Tasche bitte beiseite. Wir müssen hier durch. Do you speak English? No? Gehen Sie bitte beiseite. Ja. Wir müssen hier durch nach hinten. Ja. Allez, il me faut des péloches, j'en ai plus qu'une. Oh là, t'as vu tout ce qui arrive? Non, Alex, tu parles de ça. Vor dem bitte. Kommt morgen rüber auf den Kuhdamm! Scheiße! Pfui! Toll, klasse! Runter, runter! Ihr seid Helden, ihr habt's drauf! Runter! Warum seid ihr hier wie auf Bau gearbeitet? Morgen woanders! Zieht das Ding gleich zu, noch zu euch rüber!
at the Brandenburg Gate. We are glad to have you with us. Do you hear me? No, not quite. Ich buchstabiere. I'd like to get into the questions of NATO, the question of Gorbachev's possible goals in terms of troop reductions, Warsaw Pact, NATO, etc. Joey? Okay, if the delay sounds a bit much, tell me in my ear, and I can just mention the fact that our appropriate place to talk about the breathtaking events of the past several days and the prospects for the future, and right here on what has been the front line of the Cold War, the Brandenburg Gate, the dividing line between East and West. But what is this line, this wall, today? Is it already a museum piece? Or is it a warning that what has opened up now could also close again one day in the future? And with the Bush-Gorbachev summit conference just a few weeks away, there are urgent questions to ask. Later in the program, we'll be hearing from Secretary of Defense Dick Cheney in Washington. But first, former West German chief here, do you see it as the historic change which... Thank you.
Ich will hier oben, ich will das machen, auf jeden Fall. Das ist so eine halbe, dreiviertel Stunde früher, okay, nicht aber. Wir haben aber Weihnachten. Warum die Personal? Nee, da gibt es ja Polizei. Ja, so. Wenn Sie nur da lang gehen, rechts an der Wand. Ich bin ganz lieb.
Yeah, the border area.